Dieser Spielbericht wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Es geht also auch mal ganz entspannt. An diesem Sonntag konnten die Potsdamer nach der knappen Niederlage in Altenholz einen eindeutigen 31:26 Derby-Sieg gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin einfahren. Ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass wir am Ende so ein Muss-Spiel auch einfach mal souverän gewinnen. Und wir haben natürlich auch die erste Halbzeit ganz klar gewonnen. Das hat uns natürlich dann auch mal ein bisschen Entspannung ins Spiel gebracht. Zu Beginn der Partie machten die Füchse aber noch richtig Druck. Vor allem Nils Lichtlein, der heute sein Debütspiel für die Männermannschaft absolvierte, netzte ordentlich ein. Gleich viermal traf er in den ersten 10 Spielminuten. Doch auch die Potsdamer um Yannick Münchberger waren heute torfreudig und ließen die Füchse nicht wegziehen. Keeper Jan Jochens hatte heute auch wieder einen starken Tag und verhinderte mehrere Treffer der Füchse. Das Spiel war bis hierhin aber noch ausgeglichen. Erst nach rund 20 Minuten konnten sich die Hausherren dann mit mehreren Treffern absetzen. Hier eroberte Levi Schwag den Ball und erzielte das 17:12, bevor Yannick Münchberger zum eindeutigen 18:12 Halbzeitstand traf. Also generell haben wir das sehr souverän gelöst, denke ich. Wir haben stark angefangen, haben ein gutes Spiel reingefunden und dann ist es natürlich einfach. Wir waren zwischenzeitlich, ich glaube, mit 7 Toren vorne. Und auch im zweiten Durchgang änderte sich daran erst einmal nichts. Die Füchse konnten den Rückstand nicht nennenswert verkürzen. In der 46. Spielminute zeigte Matti Spengler dann richtig Kämpferherz. Nach einem Ballgewinn behauptete er sich auch auf dem Boden gegen mehrere Gegenspieler und erzielte das 24:18. In den letzten Spielminuten wurde es dann aber noch einmal kurz spannend. Mehrere 2-Minuten-Strafen für die Potsdamer und eine starke Phase der Füchse ließen die Gäste nochmal auf 3 Tore herankommen. Doch die Potsdamer blieben dieses Mal locker und konnten sich am Ende über einen souveränen 31:26 Derby-Sieg freuen. Zwischendurch war es natürlich wieder unnötig, dass wir das Ding fast wieder aus der Hand geben, aber es tut halt einfach gut, wenn wir merken, dass wir dazulernen und halt auch einfach in so einen Phasen, das ist ja immer klar, das ist ein Auf und Ab, und dass wir in so einen Phasen es dann halt auch einfach schaffen, gerade auszuschauen, das Ding dann auch noch klar zu gewinnen. Zu Hause läuft das für die Potsdamer ja eigentlich ganz gut. Nun muss aber auch endlich auswärts gepunktet werden. Die nächste Chance dazu haben sie am nächsten Freitag gegen die zweite Mannschaft des SC Magdeburg. Dieser Spielbericht wurde Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse.